Seit neuestem gibt es in unseren Hofläden ja die Rauchmehlspaghetti aus unserem eigenen Mehl. Und dazu machen wir heute ein super feines, saisonales Federkohl-Pesto. Und wie das geht, sehen wir jetzt gerade. Und zwar fangen wir an, wieder damit den Federkohl zu rüsten. Am einfachsten geht es, um die Federkohlblätter einfach auf den Bauch zu legen. Dann sieht man nämlich hinten, wo der Stiel verläuft. Und weil der Federkohl recht zäh ist, fangen wir jetzt schon vorschneiden in so ein Stück. Ich würde sagen, wir nehmen zwei Knoblauchzehen. Und warum haben wir zwei Knoblauchzehen? Mindestens, weil wir so gerne Knoblauch haben. Und mit Knoblauch schmeckt alles traumhaft. Jetzt kommt ein Rapsöl und von dem müssen wir jetzt eine zünftige Portion drüber tun. Und jetzt müssen wir auch probieren, ob das etwas geworden ist. Magst du noch ein Salz verleiden? Auf ein neues. So, und jetzt haben wir hier eigentlich ein wunderbares Federkohl-Pesto. Sieht aus wie normales Pesto. Ist auch grün. Wir haben jetzt hier Spaghetti gekocht. Wir nehmen jetzt auch noch ein Stück von unserem Bergkäse. Beim Käse ist es ja so, dass wir den nicht selber machen können. Wir beziehen die in unseren Hofläden immer von Produzenten von möglichst nahe. So, und jetzt haben wir hier den Teller mit dem Pesto und dem Käse. Und darüber nehmen wir noch ein paar Kürbiskernen von diesen Kacken. So, und jetzt sind unsere Spaghetti fertig.